Kernstück des Films Das verrückteste Ende der Welt ist das Gespräch zwischen Peter, dem Pizzaboten, und Walter, dem Psychiater. Zu diesem Zweck haben wir uns in einer Arztpraxis in Murau 3 Tage lang einquartiert. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an Frau Dr. Andrea Heitzer, dass sie das möglich gemacht hat. Die Drehtage begannen um 8 Uhr früh und endeten um ca. 2 Uhr früh. Eine große Herausforderung für die beiden Hauptdarsteller Rainer Kanz und Georg Röchenig, aber auch für das Team hinter der Kamera, Karin Ullmann und Hannes Schnabel. Und wir hätten den straffen Drehplan sicher eingehalten, wenn es dann nicht den Regisseur, Produzenten, Kameramann... Komm Andreas, sag, wozu du dich jetzt gerade entschlossen hast. Ich habe einen besseren Winkel gefunden durch Zufall und jetzt drehen wir das Ganze, was wir schon gedreht haben, noch einmal. Okay, nochmal 3 Stunden. Okay, es ist aber erst 11:30. Und sind wir noch fit? Karin? Ich kann nur sagen, besser erst um 3 Uhr ins Bett, als aus einem schlechten Winkel gefilmt sein. Das ist der Spirit. Das ist der böse Kaktus in der Tür. Ich schreibe jetzt quasi nur bis 49. Ui, je, da ist ja jemand müde. Wird da eh die Uhrzeit einblendet? 3 Schluss. Am zweiten Tag ging es dafür halbwegs ausgeschlafen, heiter, weiter. Vorgehen. So, ich habe schon da Covid-Leute schon. Also eins wundert mich beim Stefan Betzner schon. Immer in Heiders Schatten gewesen und trotzdem so braun. Wo ist das weg? Wir müssen alles nachsynchronisieren. Morgenbesprechung. Schöner Murer. Oh, Sonne. Oh, wir sind im Dunkeln drin. So. Und, wie haben wir geschlafen heute? Was hast du geträumt? Auinger, mich geschlagen mit der Klappe. Uns war klar, dass wir so viel wie möglich schaffen mussten, wenn wir es wirklich fertig bekommen wollten. Und das hieß Gas, Gas, Gas und dabei trotzdem konzentriert und exakt bleiben. Das ließ natürlich Zweifel aufkommen. Wie lange brauchen wir noch? Woche. Der zweite Tag endete dementsprechend spät. Am dritten hätten wir es beinahe geschafft, mussten aber für ein paar Zwischenaufnahmen mit erweitertem Personal unterbrechen. Aber es war abzusehen, dass wir es an diesem Tag noch schaffen würden. So, jetzt haben wir ein volles Set. Wir haben jetzt leider unterbrechen müssen, wir sind noch nicht so weit, wie wir wollten. Und deshalb haben wir jetzt alles, was die Fenster da verdeckt hat, wieder runtergehen müssen. Jetzt brauchen wir nämlich, hat der Regisseur gesagt, Tageslicht. Also alles wieder aufbauen und den verbleibenden Rest drehen. Aber um 22 Uhr hatten wir es geschafft. Jede einzelne Szene war im Kasten. Sonntag, 22.15 Uhr. Es sind verdammt viele Kakteen da in der Praxis. Was kann man da aufstellen? Die letzte Einstellung. Georg. Wie geht's da? Bin fertig. Sie halten sich für den Papst. Der Papst hält sich für den Papst. Darf er auch. Dann halten Sie sich für einen von Gott Auserwählten, einen Propheten, Gesegneten, Heiligen. Gottes Sohn? Glauben Sie, ich weiß nicht, dass ich hier in einer Irrenanstalt bin und Sie ein Nervenarzt sind? Psychiatrische Einrichtung. Und ich bin psychologisch geschulter Psychiater mit neurologischen Fachkenntnissen auf chirurgischer Ebene. Ja, ja. Es geht doch darum, ob ich hier die wahrste Wahrheit oder die unmöglichste Unmöglichkeit erzähle, macht keinen Unterschied. Mahlzeit, Drehschluss für Szene 4, aber wir sind noch nicht zu Ende. So schaut's aus, bitte. Wir sind zu Ende. Wir sind fertig, aber noch nicht am Ende.